oard.de, one of a day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge mit einer Android-App, der App AstroCam, the Astrophotography Camera App Early Access. Größe, aktuelle Versionsnummer, erforderliche Android-Versionsnummer variieren je nach Gerät. Und ihr habt, dass eine Early Access App ist, noch keine Bewertung. Was macht die App? The App helps you to take long exposures of the stars, Milky Way and deep sky objects. Also für Langzeitbelichtung ist das eine App. Man kann speichern in JPEG oder RAW und ihr könnt Shutter Speed einstellen bis zu 35 Sekunden. ISO-Wert, Focus, White Balance, Timer etc. pp. Braucht man nicht unbedingt. Wenn ihr eine gute Kamera-App habt, zum Beispiel. Ist ganz nett gemacht und kann man ja durchaus mal ausprobieren. AstroCam. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de. facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.